Hi Leute, schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Von den Kneipp-Herbstneuheiten für Erwachsene kommen wir auch zu den Herbst-Winterneuheiten von den Kids. Denn die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich auch wieder ein paar wunderbare Produkte zum Vorstellen erhalten. Und ich muss euch sagen, da sind wieder schöne Sachen dabei. Also jetzt nicht direkt für die Dusche, sondern eher für die Badewanne. Was darf im Winter nicht fehlen? Ein Erkältungsbad für die Kids. Da sind jetzt im Gegensatz für die Erwachsenen nur 200 Milliliter drin. Mit drin sind die Kräuter Thymian, Salbei und Eukalyptus. Das beruhigt und durchwärmt in der kalten Jahreszeit. Also besonders, wenn es halt im Winter oder heute war bei uns Frost draußen. Da hat es mich schon wieder sehr gefroren. Da ist sowas auch für die Kids sehr interessant. Es ist jetzt nicht zum Aufdrehen. Das ist jetzt so eine Flasche, wo sie was rauslassen könnt. Schraub's aber trotzdem jetzt mal auf, um zu riechen. Und es hat auch die typische Kräuterfarbe. Oh, das riecht gut. Ich denke mal schon, dass das beruhigend wirkt und für einen besseren Schlaf sorgt bei den lieben Kleinen, beziehungsweise auch die großen Kleinen. Dieses Schaumbad kostet momentan im Kneippshop 3,99 Euro 2024. Dann haben wir drei verschiedene Schaumbäder in diesen kleinen Tütchen. Das ist eher für die kleineren Kids gedacht. Da steht nämlich Willkommen auf der Baustelle. Und da könnt ihr nämlich als Motiv entweder den Bagger bekommen oder das Feuerwehrauto. Sind 40 Milliliter drin in diesem Sachet. Das hier ist mit Pfirsichkernöl und Orangenöl. Von der Verpackung her finde ich, es riecht schon ein bisschen raus, ne? Und damit es den Kindern nicht so langweilig wird, gibt es natürlich mit langanhaltendem Schaum. Dann haben wir ja auch was Schönes für die Kids. Den Super Saurus für sensible Haut und mit Apfelduft. Hier haben wir auch was Schönes, richtig weihnachtlich. Das könnt ihr dann auch mal in einen Adventskalender reinpacken. Das ist das Polarspektakel mit Pflaumenduft und einem schönen Rentier drauf. Alle Düfte kriegt ihr für 99 Cent 2024 und alle drei sind für sensible Kinderhaut geeignet. Was ich mir hier vielleicht mal wünschen würde, hier so ein Patch, wo man schnuppern kann, wie das Bad riecht. Das wäre auch mal eine schöne Idee. Dann gibt's noch Farbsprudelbäder von Kneipp. Auch wieder zwei verschiedene, einmal für die Jungs und einmal für die Mädels, wobei das sowieso wurscht ist, welches Kind benutzt was. Kommt jetzt im Endeffekt nur auf die Farbe drauf an. Unterschied besteht eben drin, anderes Tier drauf, andere Farbe und anderer Duft. Sonst ist eigentlich das dasselbe. Was ich hier toll finde, hier bröselt diesmal nichts. Ich hatte nämlich schon vom letzten Mal eins, wo leider ein bisschen weggebröselt ist. Das war jetzt nicht so toll. Kann aber auf dem Transportweg passiert sein. Passend zu dem Schaumbad Super Saurus haben wir hier das Dino Welt Farbsprudelbad in schönen Türkis und Grün. Dino-Kopf nachempfunden, ich würde mal sagen, ein T-Rex soll das darstellen. Und was mir vorhin aufgefallen ist, wir haben hier sogar ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, also bis nächstes Jahr. Ich denke mal deswegen, das ist diese Sprudelbad-Garantie. Weil es könnte sein, wenn es älter ist, dann sprudelt es vielleicht nicht mehr. Das ist ab 3 Jahren geeignet, färbt das Wasser türkis und hat einen Kiwi-Duft. Und ich vermute, dass man da unten ein bisschen was von dem Kiwi riecht. Aber da wäre ich auch der Meinung, wieder so ein Duftpatch wäre super. Und ich denke mal, und ist eben für eine Anwendung da. Und ich hoffe, das sprudelt dann auch wieder super. Aber da kann ich mich bei Kneipp immer wieder darauf verlassen. Das letzte im Bunde ist die Einhornliebe. Also ganz klar, lila, rosa auf die Mädels ausgerichtet, soll ein Einhorn darstellen. Das Bad wird danach schön rosa und duftet nach Erdbeere. Und ja, das rieche ich hier durch. Nicht sehr stark, aber man merkt, dass das Erdbeere ist. Beide Sprudelbäder kosten je 2,99 Euro 2024. Das ist auch so was, wo ich sage, das könnte man für einen größeren Adventskalender hernehmen. Das war es jetzt wieder mit meinem Video, mit diesen Neuheiten für Kids. Es ist auch wieder was Schönes dabei dieses Jahr. Und ich finde es immer toll, dass es zum Beispiel hier immer wieder neue Motive gibt. Finde ich immer eine coole Idee und bin nach wie vor begeisterter Kneipp-Fan. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder Kommentar da. Ihr könnt mich auch abonnieren, die Abo-Glocke nicht vergessen, so seid ihr über neue Videos von mir informiert. Bis demnächst, eure Petra.